Kinotag ist ein Erftstadt-Kinotag. Wir machen das seit vielen Jahren in dieser Regelmäßigkeit, aber eben auch nur einmal pro Woche, weil wir nach wie vor kein richtiges Kino haben, sondern eben diesen tollen Konzertsaal nutzen dürfen. Es gab tatsächlich bis Anfang der 70er Jahre in Erftstadt mehrere Kinos. Das letzte hat 1971 zugemacht. Und dann gab es eben eine ganze Zeit lang auch kein Kino, bis dann meine Vorgängerinnen angefangen haben, Ende der 70er Kino wieder zu machen. Und das habe ich habe 90 angefangen, mit Begeisterung aufgegriffen, weil das auch meine Leidenschaft einfach ist. Ist natürlich nur ein Bestandteil meiner Arbeit, aber es ist meine Leidenschaft. Ich bin Cineastin und dachte, oh, wie toll, ich kann hier in Erftstadt Kino machen. Und wir sind bisher das einzige Kino am Ort. Das Kinoprogramm darf ich machen. Das ist für mich eine super schöne Arbeit. Ich mache es nach wie vor alleine. Ich nehme aber ganz viele Anregungen von außen auf. Also es kommen sehr viele Vereine, Initiativen auf mich zu. Also unser Kino ist auch einfach so ein Forum für solche Initiativen. Dötig, Volkshochschule Erftstadt. Ja, das eigentliche Gespräch, das machen wir dann nach dem Film. Ne? Also über Filminhalt, über diese Initiativen, die sie in dem Film vorstellt. Und dann könnte sich auch der Dorfladen dann präsentieren. Es ist witzigerweise vielleicht einfacher geworden, Publikum zu gewinnen über die Jahre. Ich kann mich erinnern, dass ich früher manchmal vor 2 oder 3 Leuten einen Film gezeigt habe, weil der einfach zu sperrig war, zu unbekannt. Inzwischen haben wir einfach einen anderen Bekanntheitsgrad und manchmal habe ich auch den Eindruck, die Leute vertrauen darauf, dass das Programm gut ist. Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu unserem Montagskino. Also für mich ist jetzt Streaming nicht wirklich eine Alternative. Ich finde es sehr schön, in Gesellschaft zu schauen. Und ich finde halt auch die Filmauswahl sehr faszinierend. Also was die Frau Dötig da teilweise halt so anbietet, das, auf die Idee wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht gekommen. Das genieße ich halt auch sehr, da auch oft auf irgendwas gestoßen zu werden, wo ich vielleicht jetzt nicht unbedingt drauf gekommen wäre. Ich hätte mir vorher wahrscheinlich nicht unbedingt einen Dokumentarfilm im Kino angeschaut und auch gewisse andere Produktionen, auf die ich gar nicht gestoßen wäre. Das ist einfach auch, ja, es ist auch eine persönliche Entwicklung. Es ist mir oft schon so gegangen, dass ich Filme, die ich privat vorgesichtet habe fürs Programm, im Kino dann nochmal ganz, ganz anders wahrgenommen habe. Und so geht es den Menschen eben auch. Also das gemeinsame Erleben, der Kinoraum, der bestimmt einfach auch die Wahrnehmung sehr stark mit. Kino ist für mich auch eine Form von politischer Arbeit. Es gibt natürlich schon auch mal Irritationen. Also ich zeige ja auch jetzt eben kein Mainstream-Kino. Und es kann auch passieren, dass ein Film mal so schräg ist, dass es nicht so gut ankommt. Aber ich sehe das immer als Aufgabe eines kommunalen Kinos, eben andere Filme zu zeigen. Den Leuten die Möglichkeit zu geben, so ein anderes Sehen zu lernen, so ein bisschen Sehgewohnheiten auch durchbrechen. An sich würde ich mir schon ein, unter Anführungszeichen, richtiges Kino für Erftstadt wünschen. Also wo man jeden Tag hingehen kann, wo es Kinderkino gibt, wo man reinmachen kann, wo es auch ein schönes Café dazu gibt, so wie das in vielen kommunalen Kinos üblich ist. Und das wäre nochmal so ein Fortschritt fürs Kinogeschehen in Erftstadt. Und es würde funktionieren, wenn wir ein richtiges Kino hätten, ja. Das denke ich schon.